Wenn ein Zustand von Widerstand und Aufruhr durch bestehende Regeln nicht beseitigt werden kann, dann müssen neue und manchmal drastische Regeln durchgesetzt werden, um die Ordnung wiederherzustellen. Die Alternative heißt Anarchie. Waren Sie früher schon mal hier? Nein, Roosevelt Whitney High. Roosevelt Whitney? Da ist doch im vergangenen Jahr dieser Lehrer ermordet worden. Nein, er hat überlebt. Gegen jeden, der den Unterricht stört, werden disziplinarische Maßnahmen ergriffen. Percy, siehst du das? Ich bin schon unter Hausarrest, Alter. Du kannst mir überhaupt nichts mehr. Die Lehrer stehen an der Front. Du bist doch kein richtiger Lehrer. Du bist doch nur eine Vertretung. Oh doch, ich bin ein richtiger Lehrer. Sie beleidigen meinen Kumpel Benny, das passt mir nicht. Und Sie passen ihm nicht. Doch Sie verlieren die Schlacht. Was hat Benny gesagt? Er würde mir was tun. Was Schlimmes. Werd mir ja nicht gewalttätig. Auch die Besten zerbrechen. Sind Sie fertig? Ob ich fertig bin, ist das dein Ernst? Willst du Ärger haben, kannst du haben. Wir machen dich fertig. Rühr dich nicht von deinem Platz weg, mein Junge. Boom! Boom, boom! Hast du nichts von Benny gehört? Benny war kein Heiliger, Alan. Du fühlst dich doch sicherer, seit er weg ist. Und wenn auf beiden Seiten die Ersten fallen? Ich weiß, wer es war. Vor den Gangstern brauchen wir keine Angst zu haben, nur vor den Lehrern. Was dann? Lass mich in Ruhe! Ich wäre vorsichtig, Mann. Alles, was ich je im Leben wollte, wurde mir weggenommen. Und egal, wie viele von euch ich aus dem Weg räume, ich kriege es nie wieder zurück. Sind Sie fertig? Nein. Wir fangen gerade erst richtig an, Mr. G.